Hallo Freunde, Sky YouTube Sports, auch ich möchte mal ansagen. Grüße euch, willkommen zurück hier auf Spanien. Ja, Morningen. Mit dabei der liebe Camillo. Hallöle. So, wir gucken jetzt mal auf das Wetter, was das Wetter sagt. So, wir gehen mal rein. Ah, Rennen, trocken, Sonnenschein, Qualifikation auch in Ordnung. Was will man mehr? In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Danke, Jeff. Ich glaube, das hat mich, glaube ich, jetzt nicht interessiert. Ja, so, ich habe vorher jetzt Red Bull gesehen, ist raus. Ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich habe direkt wieder irgendein Otto vor mir, gleich, wenn ich raus war. Ich wette es. Nein, auch noch so ein Otto. Das ist doch nicht wahr. Zwei von den Ottos. Jetzt habe ich beide Pinken vor mir. Das gibt's doch nicht. Hallo, Kalle. Und dann auch noch die Geierkatze vor mir. Das ist doch nicht schön. Schief von hinten krumm. Gut, dass ich Zeit habe. Hinter mir ist ja keiner. Dümpeln wir mal mit 100 Sachen hier rum. Warten, bis die weg sind. Oh, den Massa, den hast du jetzt vor dir. Ach, war doch nicht zwei Pinky, war nur ein Weißer dabei. Guck mal. Richtig. An. Der Massa jetzt gerade mal gekrallt. Und so langsam in die Kurve, das geht ja mal gar nicht. So, jetzt können wir. Ja, ich weiß, abgekürzt, mir ist auch egal. Diese scheiß S-Kurve da, die ist zum Kotzen, ist der letzte Müll. Oh, die ist ja schlimmer als Boy George, ey. Hey, die Musik von dem war aber gar nicht mal schlecht. So, dann wollen wir nochmal gucken. Komm rum, du Fischlippe! Stellen wir mal auf Max. Du schickst ihm ein Fax. Ja, auf Verstappen. Ja, ja. Warte jetzt. Irgendwann war voll das Wortspiel jetzt hier, ey. Ja. Komm. Der Spritstand ist sehr niedrig. Ich glaube, diese Strecke liegt dem Toro Rosso super. Müsste eigentlich gut werden. Ach nein! Du Mistkarre, du Dreckschlampe! Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Du beschissene Fotze, ey! Ich hasse dieses Kackauto, ey! Ich hab mir geht da langs Scheißaugen. Ja, ich reg mich wieder tierisch auf. Komm runter. Ja, ist gut. Reh auf damit jetzt, Mann. Durchdrehen ist nicht, du. Oh, Boxstop. Jo, kannst ja dann nochmal fahren, ist ja kein Boxstop. Ding. Boxstop! Verstanden, geht in Ordnung. Verdammt nochmal, dreht sich diese Pissratte rum. Ich sag Boxenstopp. Warum krieg ich da nicht die Dingens? Jetzt suche ich mir selber. Arschhausen, Alter. Jo, nehmen wir Boxenstopp. Meine Fresse nochmal, ey. Jedes Mal ist leid, Herr. Da willst du rein und dann dreh weg den Dreckshobel. Ach ja, bockt mich hoch, bis ich wieder drinnen bin, dann kann ich wieder Nachrichten lesen. Ist ja schlimm, ey. Das Laden dauert echt mal wieder ewig und 3 Jahre. Ja. Für den Stier ist die Strecke gut. Fertig jetzt, komm, runter Monitor, Klappen rum, so, gib mir das Menü, dass ich schon mal was machen kann. Okay, warum lassen die mich so lange warten, ey? Also mir wurde auch gerade gesagt, gleich so gibt's Regen. Wenn es wirklich Regen gibt, dann haben wir es echt, da hab ich's echt gut. Nun komm, Spiel. Heute noch. Keine Zeit. Es ist so Katzen, ja. 1,23, beste Zeit, ey. Danach kommt 1,26. Ja, komm raus, ey.
Ja, da habe ich mich gerade gut übertroffen mit der Zeit. Boah, ja, Jeff, Benzin für eine Runde reicht doch. Mein Gott, und das war in der zweiten Runde. Verdammte ja, Scheiße, ey. Immer in der wichtigen passiert sowas. Ach, ist zum Kotzen, ey. Aber ah, diesmal habe ich es richtig gemacht mit den Bremsen. Guck an. Besser Zeitpunkt konnte ich nicht finden, um rauszufahren. Nee, sonst hast du nachher wieder... Vor allem können wir den Virus jetzt beim Dingsen zugucken. Die verkacke ich jedes Mal, ey. Fahr ich zu weit außen, ey. Ich krieg die nie wirklich innen. S-Kurve soweit gut gekriegt, aber... Oh! Aber dann kam das Ohr. Ja, das war noch in Ordnung. Wenn wir Kurve gut kriegen. Oh, anstrengend, weißt du? Ach so. Wollte man sich schon still und heimlich freuen, aber... Oh, mein Teamkollege ist auf Platz 10 vorgefahren. Ich sag ja, diese Strecke, die ist gar nicht mal schlecht für unsere Autos. Oh, Vettel 1,24,6. Uiuiui. Boah, Alter, hat er die Kurven gut gekriegt. Sektor 1 und Sektor 2 Bestzeit der Vettel. Boah. Krieg Schiss. Oh, Lewis ist auch unterwegs. Oh, oh. Da und da ist der Virus. Gucken wir doch mal. Oh, da kam er weit raus. Ja, aber da war mir grün. Ich weiß nicht, wie schafft die das in grün da? Ups. Oh, jetzt kommt seine Lieblingskurve. Ja, die war doch gut. Wauzi! Ja, guck, siehst du, geht doch. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Nee, ich bleib so. Kann ich mir auch noch Reifen sparen? Reicht, dass ihr eure Reifen alle kaputt habt? Besonders du jetzt. Dann brauche ich eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Nee. Ich sag ja, ich habe ja eben schon gesagt, eine gute Zeit von dir und dann ist bei mir wieder scheiß Power-Unterschied da. Hauptsache der Vettel bleibt hinter mir. Gut, auf der Geraden wird es eh wieder lustig dann nachher beim Start. Mal gucken, was Kimi jetzt noch macht hier. Und Kimi natürlich auch eine gute Zeit raushaut, was Ferrari-typisch hier ist auf der Strecke, dann... Eieiei. Ach, das ist doch nicht wahr. Hui, Glück gehabt. Kimi Räikkönen hat sich noch auf Platz 3 vorgemogelt. Oh. Aber die beiden... Ne, wo ist denn? Warte mal, Bottas muss noch. Hamilton ist nur 16. Aber der fährt bestimmt auch nochmal raus. Da ist er, der Valtteri. So, ein Wind drin. Oh, vor mir hat Red Bull raus. Wow. Da hat der Valtteri aber gerade nochmal Glück gehabt.
Hätte er fast einen Hornzwoggel vor die Nase gesetzt gekriegt. Oh, er hat einen Hornzwoggel vor der Nase. Und zwar einen sauber. Da haben wir das Wortspiel. Ja, sauber. Ob ich das von hier hinten sehe. Jawohl, ist ein sauber. Der bremst ihn aus. Alter Shader. Oha. Armer Bottas. Armer Bottas. Das war eine gute Zeit. Oh. Und er trifft auf den nächsten Hornzwoggel. Yo, gib ihm 18 Autos draußen, läuft. Perez auf 7. Ja, gut, Perez, gut. So, Perez, da fährt der Perez. Ja, kannst sagen, Perez von 8, weil Bottas kommt ja auch noch da fit zwischen wahrscheinlich. Haben wir jetzt eine Minute noch? Perez, mal ein bisschen mehr, du bist zu langsam. Du Pfeife. Schneller, Perez. Oh, nee, der Himmel, der Bottas, der wurde so blockiert, dass er nur von Platz 8 startet. Guck an. Aber die können ja noch eine Runde fahren, deswegen nehme ich mal an, dass die... Oh, Bottas, 1,26,8, also hinter Perez mit 50. Ja, ich nehme aber mal an, dass die in der nächsten Runde den noch kriegen. Ja, ist aber wahrscheinlich Bottas. Die Red Bull auch noch. Weil die fahren ja immer noch alle. Oh, der Van Dorn ist auf der fliegenden Runde. Der muss jetzt auch mal langsam raus, sonst hat er Arschkarte. So, jetzt bin ich gleich mal aufs Ergebnis gespannt. Wir werden sehen. Ja. Ich nehme an, dass wir hinter uns die beiden Ferraris haben. Jo, so sieht's aus, die beiden Ferraris. Red Bull auf 6 und 7. Ja, guck. Jai. Naja, gucken wir mal. Perez ist auf 8 geblieben. Quert ist auf 13, okay. Gucken, wer rausgeflogen ist. Keiner rausgeflogen. Keiner. Beim Qualifying eher selten. Na gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Rennen wieder. Ciao. Ciao mit V.